Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ja, es ist ein neues Jahr, 2018. Und ich wünsche euch auch nochmal ein frohes neues Jahr. Und ich hoffe, ihr seid gut reingekommen, habt ein bisschen gefeiert. Und ja, so, dann will ich euch mal gleich meine Truhe vorstellen. Ich habe diese Saison gar nicht gespielt. Ich habe die letzten 2,5 Wochen nicht ein Spiel gespielt. Ich hatte nicht so die Motivation dazu und ja, wie gesagt, die Lust und die Zeit hat auch gefehlt. Es wäre bloß die Herausforderer 2-Kiste. Da wäre definitiv die 100 Pokale oder sogar die 4900, wovon ich auch ausgegangen wäre, drinnen gewesen, aber ich hatte kaum Lust zum Spielen und ja, muss ja nicht jeden Monat so sein. So, ich hoffe aber, meine Truhe ist ganz okay. Gold. Ja, dann nehme ich dann die Kobolde. Okay, dann nehme ich den Rambock, weil ich spiele keinen Inferno-Turm. Und wir haben sogar eine legendäre Karte. Einfach krass. Okay, den Henker hab ich schon oft. Deswegen nehme ich definitiv den Golem, weil den Golem könnte ich mir sogar vorstellen, auch zu spielen in Zukunft. Und welche legendäre Karte? Es wird. Ja. Da könnte es einiges werden. Ich glaube, ich die Nachthexe, ja. Weil die Banditin ist zwar gut, aber Nachthexe geht dann schon in Richtung Level 2. Oder Level 3, meine ich. Ja, Stan wünscht uns auch ein fröhliches neues Jahr. Das ist irgendwie cool. Dann fordere ich mal schnell noch meine Karten an. Ich habe noch eine Truhe zu öffnen hier. Ich hatte keine Lust mehr weiter zu spielen. Da dürfte halt auch kaum was drin sein, aber die kann ich ja gleich mal mitnehmen. 3 Elite-Barbaren, Bombenturm und 8-mal der Königsriese, naja, gut. Und noch eine Riesentruhe, wie ich gerade sehe. Habe ich auch nochmal geöffnet. Mal gucken, was wir da drin haben werden. Gold. Einen Jäger. Okay. Seppis. Wenn jetzt ganz viele Rares kommen. Okay, nee. Noch 35-mal den Elixiersammler und 245-mal das Skelettfass. Bis auf den Jäger und die Seppis war das keine gute Truhe, aber damit kann ich vollkommen leben. Ist völlig okay. Ja. Wie gesagt, mega cool. Wie gesagt, diese Saison werde ich dann vielleicht ein bisschen mehr spielen, hoffentlich, weil ich war dann doch ein bisschen inaktiv. Ja, Leute, wenn euch das kleine Video zum Neujahr gefallen hat, dann lasst es mich wissen und wir sehen uns im nächsten Video. Haut da rein. Ciao.